Froschiges, hallo draußen, willkommen zu einer Folge Sky PvP auf Sky Potion. Eigentlich wollte ich vorhin auf Nerux Vase aufnehmen, das ging aber leider ziemlich in die Hose, da ich einen Gegner hatte, der Autoclick hatte, hundertprozentig, und wenn das Mausebüß ist, dann muss es los. Wurde aber leider nicht akzeptiert von dem lieben Supporter. Naja, ich werde auf jeden Fall nochmal einen Forum-Post rausballern, was das betrifft auf Nerux Sky PvP, aber dazu in einem anderen Video auf jeden Fall nochmal. Ja, das ist aber nicht das Thema, worüber ich, wie gesagt, heute reden möchte. Nämlich ist das Thema heute mal so in Richtung Hater und Neider. Darüber habe ich auch länger nicht mehr geredet. Ich meine, es geht mir am Fick vorbei. Sie kriegen auch ihre Aufmerksamkeit, wie sie teilweise so möchten. Ihr wisst, was ich meine. Doch wohl Moral lässt da nicht grüßen. Aber ich möchte da mal ein spezifisches Thema anreden. Oder was auch im Umkreis quasi passiert. Wie auch immer, und es ist in letzter Zeit echt komisch geworden. Egal ob TeamSpeak oder auch in Real Life, wo ein paar Leute wissen, dass ich YouTube mache. Es gab ja letztens einen Vorfall, da hat ein Junge, Grüße gehen raus da, ich sag den Namen jetzt einfach öffentlich, Fabian, Grüße gehen raus, die hast nochmal deine Aufmerksamkeit. Der meinte, sich in unsere Klassengruppe hinzuzufügen und einen Vlog von mir zu posten, der halt lustig war, weil es halt geil war, wo wir ein bisschen getrollt haben und so. Und, wo er meinte, ein Video reinzuschicken, und da meinte Ehre genommen. Denk ich mir so, what the fuck? Lässt auch wieder grüßen, wo hast du mir da die Ehre genommen? Einfach die Aufmerksamkeit mir geschenkt. Und dann kommen da so Ausreden, ja, das war ich gar nicht, bla bla bla. Und dann kommen so, ja, tut mir leid, kannst du mich vielleicht auf Instagram pushen? Ich hab's aktuell nicht gut. Es klingt so unglaubwürdig, aber es wird mir so 1:1 geschrieben. Und ich blende jetzt aus rechtlichen Gründen mal keinen WhatsApp-Screenshot ein, weil das macht man ja eigentlich nicht einfach so, es sei denn, man hat die Einverständniserklärung. Ich finde das nämlich sonst ein bisschen frech, aber so nett bin ich jetzt mal. Jedenfalls gibt es da echt oft Vorfälle. Ja, kannst du mich denn pushen auf Instagram? Kannst du mich pushen auf YouTube? Ich denke mir so, what the fuck? Das ist dasselbe mit den scheiß Werbung-Kommentaren. Kannst du mal auf den Kommentar, kannst du mal auf den und den Server kommen? Kannst du mich promoten? Meine Fresse, es regt echt nur noch auf. Nur ganz ehrlich, da spreche ich jetzt offen und ehrlich drüber. Fuckt mich doch nicht ab, indem ihr meiner Gegenwart YouTube-Videos von mir abspielt. I mean, es ist mir fucking egal. Danke für den Videoklick, den Like, Dislike, was auch immer, dass ihr das Video angeklickt habt. Von mir aus auch das ganze Video laufen lassen, um mich peinlich darstellen zu lassen. Danke für die ganze Watchtime. Danke für die Werbung, die ihr auch angeklickt habt. Da bin ich ganz ehrlich, Alter. Das ist doch geistig beschränkt, geistig behindert einfach, wenn man denkt, dass man mich damit irgendwie mobbt. Ja, das, sonst würde ich auf jeden Fall keine Videos mehr hochladen. Ich denke mal, da haben schon mehrere Jugendliche, Kinder, wie auch immer, Erfahrungen mitgemacht in der Klasse, die YouTube Just for Fun machen wollten und deswegen gemobbt wurden, indem Videos oder so in die Klassengruppe geschickt wurden, öffentlich abgespielt wurden oder man wurde einfach damit niedergemacht. Und dann musste man letztendlich aufhören, weil man damit nicht klarkam. I mean, seit wann mache ich YouTube, Leute? Seit bald 4 Jahren. Und das ist wirklich auch durchgehend, fast immer aktiv. Und das hat mich nicht runterkommen lassen, dass ich keine Videos mehr mache. Das ist einfach nur noch geisteskrank geworden, wie viele Leute dem Erfolg nicht gönnen, dass man niemanden gönnt, dass man noch etwas Geld dazu verdient oder einfach diese Klicks, diese Abonnenten nicht gönnt. Alles nur noch auf diese scheiß Zahlen aus. Das ist so nervig, wirklich. Und da rege ich mich jetzt öffentlich drüber auf. Ich denke mal, da kann man natürlich noch viel besser drüber diskutieren, drüber reden. Aber das sind jetzt diese Hauptpunkte, die ich öffentlich nochmal sagen wollte. Ich promote keinen Server einfach so, Leute. Schickt mir ein schönes Angebot, in dem drin steht, was so auf dem Server gibt, dass man vielleicht etwas verlosen kann. Von mir aus, dass ihr mich auch bezahlt. Mir ist es ja vollkommen egal, aber das Angebot sollte dann natürlich auch so lukrativ sein und auch für die Zuschauer dementsprechend cool sein. Das ist so eine Win-Win-Situation. Das ist für YouTuber und für den Server natürlich. Das soll, wie gesagt, nicht abgehoben klingen. Aber das verstehen viele nicht. Ich meine, was soll ich meistens mit dem YouTuber-Rang anfangen, wenn ich dann ein Video mache, obwohl ich den YouTuber-Rang dann irgendwie vorher schon habe? Versteht ihr das? I mean, so, letztens wurde ich angefragt, ob ich auf einem Server ein Video machen kann. Ich so, ja, okay, ich schaue mir erstmal den Server an, dann entscheide ich das. Das mache ich ja grundsätzlich erstmal bei so Angeboten. Und ich hatte den YouTuber-Rang direkt. Und dann wurde in der E-Mail geschrieben, du bekommst den YouTuber-Rang, sobald du ein Video gemacht hast. Ich denke, what the fuck? Ja, aber was soll man machen, ne? Komische Sachen heutzutage, diese ganze Werbung, egal ob Instagram oder
YouTube-Gepusche unter den Kommentaren. Dieses Hochgesacke ist einfach nur noch ekelhaft. Baut euch eine verfickte Community selber auf. Ich meine, Werbung so bei Servern, wie gesagt, ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, so Promotion. Aber so penetrant das zu machen, man kann doch in Ruhe eine Person anschreiben. Ich habe meine Business-E-Mail und Discord, alles, da kann man mich doch in Ruhe anschreiben und nicht frech in den Kommentaren schreiben. Komm auf den und den Server. Ach ja, viel zu unnötig letzte Mal darüber aufgeregt, aber das muss einfach mal raus. Und nochmal an die Neider, Alter. Wirklich, mir geht das so am Arsch vorbei. Ihr habt hier nochmal eure Aufmerksamkeit, weil das einfach so funny ist, dazu zu sehen, was ihr versucht und was nicht klappt. Ey, Real Talk, das ist cringe hoch 10. Grüße gehen rauf an Greif 10. Grüße gehen auf jeden Fall an dich nochmal raus. Korrekt, dass du auch so lange dabei bist. Naja, das soll jetzt nicht zum Thema gehören, aber ja, das ist einfach mittlerweile, wie gesagt, echt mega, mega krass geworden. Da fehlen mir einfach nur die Worte, wie viele Leute versuchen, einen niederzumachen, weil man Instagram-Abos hat, weil man YouTube-Abos hat oder Connections zu irgendwelchen Leuten habt. Weil ich zum Beispiel auch Streamer bei Reefed bin. Ja, Luke, kannst du mir Kontakt zu Reefed aufbauen? Ich so, Digga, versuchst du das selber? Ich bin nur Streamer, Alter. Ich habe da meinen Job quasi zu tun. Achte auf den Livestream-Chat. Links überprüfen, wie auch immer. Und dementsprechend mache ich da auch nicht wirklich viel mehr. Vielleicht redet man ab und zu mal. Aber ich denke mal, das sollte auch privat bleiben. Ich meine, das ist halt so eine Ehrenmann-Sache. Wie heißt es nochmal? Freiwillige Sache halt. Ehrenamtlich, genau das war's. Und ja, also wie viele Leute sich einfach versuchen hochzuzocken. Und dann Neid schieben. Ja, geisteskrank, ne? Da kann ich viel mehr drüber reden, noch gerne Namen nennen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Erstmal nur, wenn es wieder mal so weit ist, wenn das Fass überläuft, wenn irgendwer wieder was versucht zu machen. Die Person kann sich sehr gerne angesprochen fühlen. Und yes. Oh Mann. Vor allem kleiner Funfact, der Typ noch, der dieses Ding, den Videolink reingeschickt hat in die Klassengruppe. Ein paar Tage später war sein Haus auf einer Immobilienseite online. Da waren wir klar, Bruder, du brauchst wieder Aufmerksamkeit, weil deine Mom dir keine Aufmerksamkeit schenkt, weil die Stress hat ohne Ende, hochverschuldet ist. Ich meine, sowas ist nicht geil. Ich gönne sowas niemandem, aber dann so eine Aufmerksamkeit zu suchen, es macht für mich keinen Sinn. Ich verstehe den Zusammenhang dahinter nicht. Der Typ hat keine coole Kindheit genossen. Das kann ich auf jeden Fall zustimmen, auf jeden Fall. Da ist vieles passiert. Eltern natürlich, glaube ich, auch getrennt. Ich meine, bei mir ist es auch, aber damit sollte man sich eigentlich früher oder später auch abfinden, beziehungsweise damit auch klarkommen. Und da sage ich jetzt auch nicht mehr zu. Der Typ ist echt nicht schlecht, dieser Buddhismus. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, falls du das siehst. GG auf jeden Fall, danke für den chilligen Kampf. Ich renne jetzt aber auch weg und beende die Aufnahme. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. War mal heute so ein kürzeres Video wieder und gechillt drüber labern über dieses Thema. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und sonst auch gerne die Glocke aktiviert. Joint sonst auch noch gerne auf meinen Discord. Danke für die 32 Mitglieder schon drauf. Und seid gespannt. In 2 bis 3 Tagen kommt Infos über Luke und YT. Haut rein, euer Luke und ciao.